Es ist der Campinganhänger, wenn man die Amerikaner fragt. Ein silbriger Planwagen, der leicht wie ein Luftzug die Prärie entlang gleitet. Daher auch sein Name Airstream. Das ist ein Ding, mit dem sich wunderbar angeben lässt. Immerhin können die Besitzer sagen, die Crew der Apollo 11 verbrachte nach dem Rückflug vom Mond ihre zweiwöchige Quarantäne in einem dieser Airstreams. Und für die Helden der Nation würde wohl kaum eine Rostlaube als mondänes Quartier in Frage kommen. Verena Bünden über einen Mythos in Alu. Er ist eine Ikone des amerikanischen Reisens. Okay, turn. Heather und Davis Cook sind sogenannte Airstreamer, eine eingeschworene Gemeinde. Der Alu-Anhänger gilt als besonders leicht. Trotzdem, rückwärts einparken stellt auch bewährte Ehen auf die Probe. Bevor sie ihren Traum ins Rollen bringen konnten, haben die Cooks 37 Jahre lang gespart. Jetzt sind sie stolze Besitzer einer Campinglegende, eines neueren Modells von 2013. Leute fragen uns, was, bauen sie die Dinger immer noch? Wie so viele Amerikaner konnten sie erst als Rentner mit dem Reisen beginnen. Inzwischen haben sie zweimal die USA durchquert. Das ist die Freiheit, der zu sein, der du sein willst. Wir fühlen uns wie späte Teenager. 60% aller jemals gebauten Airstreams sind noch auf der Straße. Für manche braucht es Schatzsucher und Schrauber wie Brad Taylor. Ihn fasziniert die 90-jährige Geschichte der Anhänger. Airstreams sind silbrig und glänzend. Das fällt sofort auf. Aber diese ganze Struktur, die Nieten, das erinnert Amerikaner an die Zeit, als wir noch solide Sachen gebaut haben. Wir bauen immer noch Sachen, aber die haben nicht mehr die Seele der alten Dinge. 1931 gründet Wally Byam eine Firma für seinen selbst entworfenen Campinganhänger. Die Airstreams in Alu-Leichtbauweise verbreiten sich in den USA. Prägend für den Mythos bis heute? Byam führt in den 40ern und 50ern sogenannte Caravan-Reisen an, Entdeckertouren im Silberkonvoi, zum Beispiel von Kapstadt nach Kairo. Er macht seinen Landsleuten Mut, sich raus in die Welt zu wagen. Mit dem Komfort eines rollenden amerikanischen Wohnzimmers. Vom alten Alu-Schätzchen zum Glanzstück. 4 Poliergänge sind nötig, bevor sich in diesem noch stumpfen Vertreter wieder die Prärie spiegeln kann. Sie haben Zelt gegen Airstream getauscht. 3 Jahre lang hat Harold Seeley an diesem Anhänger von 1958 gearbeitet. Jeden Tag. Nur weil ihm seine Frau kurz vor der Rente einen Auftrag gab. Mein erster Gedanke war, ich werde nicht mehr auf dem Boden schlafen. Lass uns so eine kleine Knutschkugel kaufen. Gerade groß genug für ein Bett. Und das hier hat er nach Hause gebracht. Es ist der amerikanische Traum vom Leben auf Achse. Schon damals vor 90 Jahren und auch heute noch. Mit Silber in den Sonnenuntergang.